Servus Leute, gestern gab es eine Roadmap für EFT und Arena für den Rest von 2024, was da so geplant ist und was da so draufsteht. Das schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Die Roadmap verlinke ich euch natürlich unten und ihr seht schon im Hintergrund hier, es ist noch einiges geplant bis zum Ende von 2024 und es sind bloß noch ja, knapp über 3 Monate. Und ja, schauen wir mal, was da noch so ansteht. Los geht's mit Arena 0.2.2 Arena. Im Moment haben wir 0.2 Arena und das ist schon ein sehr interessanter Patch. Also es wird eine neue Map geben und es wird einen neuen Modus geben. Und ich habe die Theorie, das wird der Overrun-Modus sein, also dieser, ja sagen wir mal, PvE-Modus für Arena, bei dem man Scav-Wellen abwehren muss. Ähnlich ja, dem Call of Duty Zombie-Modus, so würde ich es mal vergleichen. Und meine Theorie ist, wir haben da auch schon ein Bild zu gesehen, weil Nikita auf seinem Twitter ist auch gerne mal am Rumteasen. Der hat vor ja, ein paar Tagen, Wochen, weiß ich nicht genau, dieses Bild hier getweetet. Und mein Tipp ist, das ist hier eine Overrun-Map. Also es sieht so ein bisschen festungsmäßig aus. Man verschanzt sich hier drin, hier sind Minen und dann kommen da wellenweise die Scavs an oder so. Und man muss die hier alleine oder mit bis zu 5 Leuten verteidigen. Und ja, das ist ein sehr interessanter Modus, finde ich, für Arena, weil es gibt Arena nochmal einen ganz anderen Touch. Ne? Es ist jetzt Competitive und Deathmatch, okay. Aber das ist sozusagen ein PvE-Modus, bei dem man mit alleine oder mit bis zu 5 Leuten Scav-Wellen abwehren kann, während man gleichzeitig in EFT levelt und dafür Belohnungen bekommt. Und einfach, ja, ist ein echt geiler Modus. Also mir hat der Call of Duty Zombie-Mode immer sehr viel Spaß gemacht. Und das ist hoffentlich dieser Modus, wie gesagt, ist nicht bestätigt, ist meine Theorie. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr und mal sehen, ob das wirklich so kommt. Dann technische Verbesserungen kommen, Gameplay wird noch angepasst, okay. Quality of Life Improvements kommen, das ist immer gut, da geht BSG auch in letzter Zeit immer in die richtige Richtung. Und eine neue HE-Granate wird eingeführt, HE steht für High Explosive, also eine neue Granate wird eingeführt und ich denke mal, die wird dann auch früher oder später in EFT auftauchen. Das ist der nächste Punkt, 0.23 für Arena. Da wird dann EFT 0.15 und Arena wieder gesynkt. Im Moment ist es so, dass Arena noch das alte Recoil hat, noch nicht alle grafischen Updates hat, wie zum Beispiel FSR 3.0, das gibt es in Arena noch nicht und so weiter. So wie das halt ja Sachen durchklippen durch die Helme und sonst was, das ist in Arena noch nicht der Fall. Das wird dann mit 0.23 gesynkt und das ist hier gemeint. Und dann kommt der erste Patch für EFT selber, 0.15.4, das Unity 2022 Update. Das Engine Update, ich dachte eigentlich schon am Anfang von Vibe, das Engine Update wäre schon durch, weil wir FSR 3.0 bekommen haben, ist aber nicht der Fall. Am Anfang vom Vibe hat sich Tarkov ja doch deutlich performance-technisch ein bisschen verbessert, war aber noch gar nicht das Engine-Update. Darauf freue ich mich wirklich und mal sehen, was das dann bringt. Es wird auf jeden Fall auch für die Zukunft bessere Tools für BSG liefern. Es wird ein Performance-Update geben und vielleicht auch die Grafik komplett überholt werden. Darüber hat Nikita mal in der Vergangenheit gesprochen. Mal sehen, ob das da auch mit einhergeht, aber auf jeden Fall der nächste Patch 15.4 für EFT ist das Engine-Update. Und zeitlich würde ich sagen, all das hier passiert im Lauf des nächsten Monats. Bis spätestens Ende Oktober, würde ich sagen. Weil, ja, so viel Zeit ist, wie gesagt, nicht mehr. Dann kommt der nächste Patch. Der kommt vielleicht, also ich schätze mal Ende Oktober, Anfang November, würde ich den zeitlich einordnen. 15.5, da kommt dann wieder, ja, Content. Stash, Hideout, Interaction while Matching. Also, während der Ladezeit kann man aufs Hideout zugreifen und auf den Stash. Ich hoffe auch auf den Flea Market. Das steht hier nicht dabei. Aber ja, endlich kann man während der Ladezeit, während Matching, was machen. Das ist eine sehr gute Sache, haben sich viele gewünscht. Und auch die Möglichkeit, Sachen im Stash zu locken. Das heißt, man kann Boxen festpinnen und die bewegen sich dann nicht mehr, auch wenn man die Autosort-Funktion benutzt. Sehr gutes Feature, Quality-of-Life-Feature. Dann Expansions to New Mechanics added in 15.0, also ja, Erweiterungen für Mechaniken, die mit 15.0 mit dem Vibe kamen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier sehr um den Marathon-Modus geht und dass es da noch Erweiterungen gibt und dann Quests darum. Und weiß sowas in die Richtung. Bleibt abzuwarten, ist natürlich immer ein bisschen vage gehalten hier. Dann technische Verbesserungen wird es geben. Sound wird verbessert. Dann wird die Herbst-Season, Herbstwetter wird kommen. KI wird verbessert. Dann Performance vom Game-Client wird verbessert. Neuer Waffen-Content. Waffen-Content, ob das jetzt neue Waffen heißt oder ja, neue Attachments und so weiter. Auch wieder vage gehalten und In-Game-Events werden anlaufen. Sehr, sehr rauszustellen ist da wahrscheinlich Halloween. Halloween hat immer ein großes Event bekommen. Das wird hier wieder der Fall sein. Also ist auch, passt auch die Zeit. Ne? Halloween ist Oktober. Von daher, das kommt hin. Und dann nächster Patch für Arena 0.2.4. Wieder Quality of Life Improvements. Ranked Calibration System. Sie ändern das Ranked-System. Das ist eine gute Sache. Also im Moment finde ich das Ranked-System katastrophal. Rank sagt überhaupt nichts aus in Tarkov und das wird hier wohl angegangen. Wie das dann genau ausschaut,
Müssen wir natürlich abwarten. Also ich denke mal, das ist ein Patch, der irgendwann im November kommt. Dann weiter technische Improvements und der Molotov-Cocktail wird eingeführt. Also nochmal eine Granate. Gab es schon einen Teaser von Nikita auf Twitter. Es wird einen Molotov-Cocktail geben. Und dann geht es auch weiter mit noch einem Arena-Patch. Ich denke mal, das wird so Ende November, Anfang Dezember dann sein. 0.25 Battle Pass-System. Was das heißt, ob es einen kaufbaren Battle Pass für Arena geben wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es halt irgendwie so Seasons geben, Battle Pass und Sachen, die man dann freispielen kann für diesen Battle Pass. Mal sehen. Außerdem, Ranked Season-System steht gleich drunter. Also es wird Seasons geben für Tarkov Arena. Ich denke mal, die werden im Einklang sein mit den Vibes. Ne? Immer wenn Vibe ist, beginnt auch eine neue Arena-Season. Würde absolut Sinn machen. Und dann Quality of Life Improvements weiterhin und nochmal eine neue Map, wie das dann aussehen wird und für welchen Game-Modus und so weiter. Bleibt abzuwarten, da gibt es hier noch keine Details. Und dann der große Punkt für EFT 0.16. Das ist der nächste Vibe. Da steht, also der nächste Vibe ist schon recht ziemlich angekündigt. Ende Dezember ist der zu erwarten. Also dieser Patch hier 0.16 Ende Dezember und ist halt dann natürlich hier auch Ende von dieser Roadmap. Und ja, steht da auch hier bis Ende 2024. Macht absolut Sinn. Also 0.16 New High-End Content, Endgame Content, wie der aussehen wird. Bleibt abzuwarten. Quality of Life Improvements, technische Improvements, neue Waffen, Sound Engine wird nochmalig überholt, also sie sind da am Sound sehr dran. Game Client Performance, da sind sie auch dran. Weiterhin Performance Updates. Dann Expansions to Interactive Locations Mechanics. Expansions to Interactive Location Mechanics. Das kann irgendwie viel heißen, also irgendwelche interaktiven Mechaniken auf den Maps, Marathon-Modus oder ähnliches. Und schauen wir mal, was da kommt. Und außerdem wird wieder Winterwetter kommen. Also es wird wieder Schnee liegen. Und ich mag das Winterwetter am meisten, als sie das letztes Jahr eingeführt haben. Überragend. Also ich mag es sehr, wenn Schnee liegt, wenn die Büsche keine Blätter haben und so weiter. Und das war's mit der Roadmap. Also da gibt es einiges, auf das wir uns freuen können. Bei Arena und auch bei EFT. Und ja, es stehen keine exakten Daten dabei, wann was kommt. Es hat BSG ja weggelassen. In der Vergangenheit war das nicht so gut, weil sie es dann oft nicht eingehalten haben. Aber bis Ende 2024 ist es auf jeden Fall ein straffer Zeitplan. Und ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, auf was ihr euch am meisten freut, was euch da fehlt und so weiter. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann.